Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank, meine Damen und Herren. Mit dem Verbot bleihaltiger Büchsenmunition bei der Jagd ab der nächsten Jagdsaison April 2015, genauer gesagt, setzt sich Schleswig-Holstein quasi an die Speerspitze und wir setzen die Erkenntnisse zahlreicher dazu gemachter Untersuchungen um. Dieses, meine Damen und Herren, ist umweltpolitisch längst geboten, artenschutzrechtlich notwendig und berücksichtigt die Sicherheit der Jagdausübenden. Tierschutzgründe stehen einer bleifreien Jagd nicht entgegen. Dies wird uns sowohl von den Jägerinnen als auch von Tierschutzorganisationen bestätigt. Und es ist nicht zuletzt auch erforderlich, damit Wild als Lebensmittel unbedenklich verzehrt werden kann. Diese zweite Lesung heute ist für mich deshalb ein Tag der Freude darüber, dass es gelungen ist, eine gesellschaftliche Mehrheit endlich auch in eine politische Mehrheit umzusetzen. Nach dem Lübecker Stadtwald, den Kreisforsten Lauenburg, die dies in ihren Eigenjagden schon lange praktizieren, wird ab der nächsten Saison im ganzen Land bleifrei gejagt werden. Viele Jägerinnen und Jäger, mit denen ich auf dem Weg zu dieser Entscheidung gesprochen habe, setzen das heute schon freiwillig um und berichten von guten Ergebnissen. Insofern, meine Damen und Herren, vertritt der Landesjagdverband mit seiner, wie ich finde, wirklich vorgestrigen Haltung in dieser Frage nicht die Interessen seiner Gesamtheit, seiner Mitglieder. Die vom Landesjagdverband massiv und wiederholt vorgetragene Ablehnung von bleifreier Munition kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Seit den 1990er Jahren gibt es eine breite Diskussion über Alternativen zu bleihaltigen Geschossen. Zahllose Untersuchungen, sowohl zur Tötungswirkung, Frau Kollegin Bär, als auch zur Sicherheit der Jagdausübenden, haben schließlich gezeigt, dass beides weniger vom Material als von der Konstruktion der Geschosse abhängt und auch natürlich von der Treffsicherheit der Jägerinnen und Jäger. Hinzu kommt eine Studie des Sachverständigenrates für Risikobewertung vom Dezember 2010, die vom häufigen Verzehr von Wildfleisch wegen der Akkumulation von Blei in unseren Körpern warnt. All diese Ergebnisse, meine Damen und Herren, rechtfertigen, ja sie gebieten aus meiner Sicht gar das Verbot bleihaltiger Munition. Dennoch wird dagegen scharf geschossen. Nach jeder abgeschlossenen Untersuchung, die zu dem Ergebnis kommt, bleifreie Jagd ist möglich, wurden weitere Untersuchungen gefordert. Warum diese Verzögerungstaktik? Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Aussage des Vorsitzenden des Agrar- und Umweltausschusses nach der Beratung unseres Antrages. Man könne ja perspektivisch, sagte Herr Götzsch, auf bleifreie Munition sehr wohl verzichten, aber man solle doch bitte schön damit warten, bis die Munitionsindustrie soweit sei. Alle Tierschutz- und Sicherheitsbedenken also nur vorgeschoben? Genau da scheint meiner Meinung nach tatsächlich der Hase im Pfeffer zu liegen. Marktführer sind die amerikanischen Firmen Barnes & Hornady mit einer Auswahl von über 50 Geschossarten, die es heute schon auf dem Markt zu kaufen gibt. Die deutsche Munitionsindustrie hat im Wesentlichen diese Entwicklung verschlafen, obwohl die Debatte, ich sagte es bereits, seit über 2 Jahrzehnten geführt wird. Ein letzter wichtiger Aspekt für dieses Hohe Haus soll nicht unerwähnt bleiben. Der Ministerpräsident AD hat keine Lust am Jagen mehr, hat er uns mitgeteilt, wenn er nur mehr bleifrei schießen darf. Dazu ist zu sagen, lieber Herr Carstensen, die Imkerei, die Ihnen ja auch viel Spaß macht, ist viel gesünder und in jedem Fall auch ein schönes Hobby. Und da Sie sich ja jetzt mit Online-Petitionen so gut auskennen, könnten Sie die gewonnene Zeit, wie ich finde, doch dazu nutzen, eine Petition zum Verzicht auf Gentechnik zu starten. Meine Unterstützung hätten Sie und Ihren Bienen hülfe es sehr. Ich danke Ihnen. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe mich nur noch aus einem einzigen Grund gemeldet. Seit über einem Jahr läuft hier die Mehr. Ich würde mich davor drücken, mit den Jägerinnen und Jägern über diese Fragen zu streiten. Ich habe dazu erstens selber einige Veranstaltungen gemacht. Zweitens war ich beim Ökologischen Jagdverband, der ausführlich, Herr Präsident Barsch wird es auch bestätigen, der war auch da, über dieses Thema gesprochen hat. Kein anderer Kollege war da. Herr Götzsch und andere, wenn Sie hier weiterhin behaupten, ich würde dadurch Abwesenheit glänzen, sage ich Ihnen Folgendes. Die Jahreshauptversammlung der Jägerinnen und Jäger, die sich damit beschäftigt hat, wurde vom Präsidenten Klaus Schlie mit einem Grußwort eröffnet. Ich vertrat ihn deswegen am gleichen Tag mit einem Grußwort beim Landesjugendring. Also, es freut mich, dass ich in Ihren Augen sogar in Abwesenheit glänze. Manche, die tun das nicht einmal, wenn sie anwesend sind.